Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Wir haben gerade, wie gesagt, noch etwas an der Technik gewerkelt, aber jetzt funktioniert ja alles wunderbar. Ich hoffe, ich sende auf allen Kanälen und werde aufgezeichnet und gesehen und gehört natürlich auch. Also ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben, heute herzukommen und freue mich darauf, über die im Vortrag aufgeworfenen Fragen und Aspekte dann zu diskutieren. Und das, finde ich, können wir sowohl, ich habe auch schon vorher gehört, dass das auch so gehandhabt wird, das können wir sowohl mitten im Vortrag machen. Also wer eine dringende Frage oder eine spontane Frage oder Idee hat, bitte kann mich also gerne unterbrechen oder gerne das einwerfen. Und ansonsten haben wir auf jeden Fall noch nach dem ich mit den Slides sozusagen durch bin, die Gelegenheit, darüber auch zu sprechen, und darauf freue ich mich sehr. In dieser Reihe werden ja eine ganze Reihe von sehr spannenden Vorträgen gehalten. Ich habe schon gesehen, also Christoph Bieber ist hier und zum Beispiel auch Ralf Schröder vom Oxford Internet Institute, wo ich also nächsten Monat einen kleinen Auslandsaufenthalt vor mir habe. Und ja, ich finde, das ist eine sehr spannende Reihe, Internet und Gesellschaft, eine Thematik, die eigentlich in meinen Augen noch weniger beforscht wird, als man das vermuten würde, oder beforscht wird das, glaube ich, schon. Wir haben da, Marco Lohne und ich haben da vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Es wird zwar beforscht, aber das ist halt immer noch ein bisschen so ein Inselstatus, und Einrichtungen wie zum Beispiel das Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft wollen da, glaube ich, ein bisschen die einzelnen Personen und Wissenschaftler, die sich mit diesen Themen beschäftigen, zusammenführen. Und in diesem Sinne ist auch mein Vortrag Digitale Methoden in Sozial- und Geisteswissenschaften so ein bisschen ein programmatischer Vortrag. Ich hoffe, dass Sie, egal aus welchem Bereich Sie genau kommen, das eine oder andere Interessante darin entdecken können. Heidi hat schon angesprochen, ich arbeite an einem DFG-Projekt zur wissenschaftlichen Kommunikation im Internet. Und ich werde auch Beispiele aus diesem Projekt oder die mit dem Projekt zusammenhängen hier verwenden als Beispiele für die Anwendung digitaler Methoden und die Auswertung digitaler Kommunikationsdaten. Aber in dem Vortrag soll es ganz allgemein um diesen Einsatz solcher Methoden gehen und nicht speziell nur um mein Forschungsprojekt. Ich fange mal so an, achso, das sollte ich vielleicht noch erläutern, der Hintergrund hier dieser bunten Einleitungsfolie. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen sich mit Twitter beschäftigen, Twitter vielleicht selber nutzen oder zumindest mal gelegentlich drauf gucken. Das sind also Profilbilder aus Twitter, die ich extrahiert habe aus Twitter, um einen Korpus zusammenzustellen für Kollegen von mir aus Freiburg, die sich mit Varietäten des Englischen beschäftigen, speziell mit Englisch, wie es in Nigeria gesprochen wird. Und zu diesem Zweck habe ich also geolokalisierte Tweets extrahiert aus Twitter, die also aus der Umgebung größeren nigerianischen Stadt kommen, und da dann eben auch diese Profilbilder rausgezogen und die hier also als Hintergrund dann mal verwendet. Also im Prinzip schon der erste Use Case sozusagen digitaler Methoden, wenn man so möchte. Und einen kurzen Überblick zu liefern, ich werde also erstmal darüber sprechen, was man unter digitalen Methoden so verstehen kann. Dann werde ich einige Analysen anhand von Social Media Daten vorstellen. Ein eigenes Beispiel, eigene Forschungsergebnisse von mir, und dann dem vorgeschaltet noch etwas generellere Ergebnisse oder Ansätze von anderen Wissenschaftlern, die mit Daten aus dem Internet arbeiten. Und am Schluss werde ich dann noch kurz auf Potenziale und Probleme dieser digitalen Methoden eingehen, allerdings nur mit jeweils einem Slide. Das soll also nur so ein kleiner Anriss sein. Ich glaube, das ist eine ganz gute Vorlage, um dann da selber noch drüber zu diskutieren, wie diese Forschungsansätze eingeordnet werden. Zunächst mal um den Begriff Internetforschung, der hier bestimmt auch schon diskutiert wurde und wird, ein bisschen aufzudröseln. Ich fange hier mal unten an. Man kann das Internet natürlich als eine Forschungsinfrastruktur betrachten. Das ist ein sehr weites Feld und auch ein Bereich, in dem es ja schon seit seiner Genese eingesetzt worden ist. Das Web hat ja angefangen als eine Forschungsinfrastruktur im Sinne von eine Umgebung zur kollaborativen Arbeit unter Wissenschaftlern in bestimmten Fachdisziplinen. Und hier in Göttingen komme ich natürlich nicht daran vorbei, über Umgebungen wie zum Beispiel TextGrid zu sprechen oder zumindest TextGrid zu erwähnen oder andere Infrastrukturen, die auf dem Web aufsetzen und die es Wissenschaftlern erlauben, kollaborativ zu arbeiten. Also es gibt, wenn man so möchte, die Herangehensweise an Internetforschung als
die das Internet sieht als ein Werkzeug, als eine Infrastruktur. Und das ist sozusagen eine Ebene der Konzeptualisierung von Internetforschung. Eine zweite Ebene ist das Internet als Gegenstand. Ich glaube, die meisten oder zumindest nicht wenige Kommunikations- und Medienwissenschaftler zum Beispiel, die sich mit dem Internet beschäftigen, sehen es als Forschungsgegenstand und untersuchen dann bestimmte Kommunikations- und Interaktionsräume im Internet im Hinblick auf ihre Eigenschaften, darauf, wie Partizipation und Interaktion in diesen Räumen stattfindet. Das ist also eine zweite Ebene, auf der man über das Internet nachdenken oder über Internetforschung nachdenken kann. Und eine dritte Ebene, und das ist eigentlich die, auf die sich der Vortrag konzentrieren wird, die aber, finde ich, separat ist von diesen zwei Ebenen, zumindest ein Stück weit, ist das Netz als Datenquelle. Und in dieser Vorstellung ist es so, dass wir nicht länger uns nur dafür interessieren, wie das in den 90ern, glaube ich, noch vermehrt der Fall war und frühen 2000ern, was ist sozusagen spezifisch an Kommunikation und Interaktion im Internet, in Chatrooms, in Spielen, in allen möglichen Kontexten, sondern auch, was kann man über die Gesellschaft, über Kultur, über andere Themenkomplexe, ganz generell über Wissenschaft zum Beispiel, herausfinden anhand der Untersuchung von Internetdaten. Wenn das Internet ein zunehmend alltäglicher Raum ist, den wir alle ständig nutzen, um zu kommunizieren, um auf dem Laufenden zu bleiben, um uns auszutauschen, dann folgt daraus auch, dass man eben nicht nur sozusagen die Spezifik des Internets untersuchen kann, sondern auch die Gesellschaft anhand des Internets untersuchen kann. Das ist jedenfalls ein Ansatz, den ich dann auch auf den folgenden Folien etwas näher vorstellen werde und der auch die Grundlage dieser Idee der digitalen Methoden ein Stück weit ist. Und ein Beitrag, der diesen Ansatz im Prinzip diesen Ansatz ernst nimmt oder diesen Ansatz vielleicht das erste Mal artikuliert hat, ist ein Science-Artikel, der 2010 erschienen ist. Ich gucke nur kurz auf meine Notizen, um den Titel zu korrekt wiederzugeben. Und zwar war das Quantitative Analysis of Culture Using Millions of Digitized Books von Jean-Baptiste Michel und Eris Lieberman-Aden. Und das sind also zwei Wissenschaftler aus Harvard, die zusammen mit Google gearbeitet haben und den Google Books Corpus, der vielen hier bestimmt ein Begriff ist, versehen haben mit einem, also Google hat dieses Google Books Corpus versehen mit einem Ngram Viewer, also einem Tool, mit dem man Ngramme, also Wortfolgen, ansehen kann und einzelne Wörter und Wortfolgen und sich ansehen kann, wie oft diese Wörter und Wortfolgen in dem Google Books Corpus über den gesamten historischen Bestand vorkommen. Und das Stichwort, unter dem dann dieser Artikel fingierte und dieser Ansatz fingierte, war also Culturenomics, die Untersuchung von Kultur und kultureller Veränderung anhand von Wortfrequenzen in diesem Google Books Corpus. Und das ist hier nicht ein Ansatz, den ich hier sozusagen verkaufen oder vermarkten möchte, aber der passt ganz gut zusammen, diese Idee der Untersuchung von Kultur und Gesellschaft anhand von digitalen Daten, im Gegensatz der Idee, dass man also das Internet nur in Anführungsstrichen als Forschungsinfrastruktur nutzt oder als Gegenstand selber. Wobei in diesem Beispiel es sich eben um Daten aus Google Books handelt, also nicht um Daten, die im Internet generiert worden sind, sondern lediglich Daten, die über das Internet verfügbar werden. Und man kann vielleicht versuchen, oder diese Folie soll versuchen, diese verschiedenen Werkzeuge, die man subsumieren kann unter dem Begriff digitale Methoden, einmal aufzureihen und einige davon kurz vorzustellen und viele davon und verschiedene davon werden Ihnen bestimmt auch schon bekannt sein oder Sie verwenden sie selber in ihrer Arbeit. Text- und Korpusanalyse, ursprünglich aus der Linguistik kommt oder Bestandteil der Linguistik, besonders zur empirischen Erforschung von Sprache und Sprachdaten, ist inzwischen etwas, und dieses Google Books Corpus zeigt das ganz schön, was auch in ganz anderen Bereichen eingesetzt wird. Also bei dieser Culturenomics-Untersuchung war es eigentlich so, dass die Beispiele, die geliefert wurden von den Autoren, sich weniger damit beschäftigt haben, wie verändern sich sprachlich irgendwie Begriffe, sondern welche kulturellen Phänomene können wir anhand von Begriffen untersuchen. Und ich glaube, das gilt für die Text- und Korpusanalyse ganz allgemein. Man macht inzwischen sehr viel Sprachanalyse, um eigentlich etwas über soziale und kulturelle Prozesse herauszubekommen. Mit der Netzwerkanalyse ist es insofern etwas ähnlich, als dass wir in der
Sozialwissenschaften und in der Soziologie eine lange Tradition hat, aber inzwischen auch in ganz anderen Bereichen eingesetzt wird. Ich werde gleich mal ein Beispiel liefern, wo also die Knoten in einem Netzwerk eben nicht nur Personen sind, sondern auch Themen, Webseiten, Akteure ganz verschiedener Art und Weise. Also auch die Netzwerkanalyse hat, glaube ich, so eine gewisse Proliferation über ihren eigenen Ursprungsbereich hinaus erfahren. Bildanalyse aus der Medienwissenschaft ist auch etwas, was man jetzt zum Beispiel einsetzen kann, wenn man Internetdiskurse untersucht und User posten da zusammen mit Texten eben auch Bilder, dann analysiert vielleicht große Anzahlen von Bildern und möchte etwas über den Zusammenhang zwischen Text und Bild erfahren oder so. Also etwas, was hinausgeht über Bildanalyse in anderen Kontexten oder in Kontexten vielleicht vor sozusagen Social Media. Sentimentanalyse, ich weiß nicht, wie vielen von Ihnen das ein Begriff ist. Einigen zumindest so ein bisschen wird genickt. Also das ist ein computerlinguistisches Verfahren, um in Beiträgen eben auch oft in Social Media herauszufinden, finden Leute etwas gut oder schlecht anhand von Textschnipseln. Also man kann Tweets oder Blogbeiträge oder theoretisch auch E-Mails analysieren und herausfinden, wird da positiv oder negativ über etwas gesprochen. Und das ist eigentlich ein Instrument entwickelt in der Computerlinguistik, aber angewandt vor allen Dingen im Marketing, weil Firmen natürlich ein großes Interesse daran haben, solche Dinge herauszufinden. Ich habe aber bei einer Konferenz vor einigen Monaten, einer großen kommunikationswissenschaftlichen Konferenz, gab es einen Beitrag von einer amerikanischen Professorin, die also Sentiment-Analyse auf Twitter-Diskurse angewandt hat und dann vom Affekt bestimmter Hashtags oder Affekt bestimmter Diskurse im Internet gesprochen hat. Also nicht mehr davon, dass es jetzt Affekt bei einzelnen Personen vorhanden ist, sondern für die hatte der Diskurs dann einen Affekt, was sie eben untersucht hat anhand von einem Sentiment-Analyse-Tool. Und Visualisierungsverfahren ganz generell gewinnen immer mehr an Beliebtheit, wenn man denkt, wie oft man im Internet inzwischen also Darstellungen, Infografiken irgendeiner Art findet, wo also Daten visualisiert werden. Und schließlich zum Beispiel Maschinenlernverfahren, die aus der Informatik kommen, sind für sozialwissenschaftliche Forschung auch im Zusammenhang mit Inhaltsanalyse sehr interessant. Es ist zunehmend möglich, etwas, was man manuell kodiert hat, Faktoren zu extrahieren aus etwas, was manuell kodiert worden ist und diese Faktoren dann sozusagen zu extrapolieren auf eine große Menge von Daten. Man kann dann eben, Sentimentanalyse funktioniert ja ungefähr so vom Prinzip her und das kann man natürlich auch noch mit anderen Arten von Kategorisierungen machen. Und genau diese Herangehensweise oder diese Ideen werden so ein bisschen eingefangen von den drei hier aufgeführten Theorien oder Methoden, Schulen, wenn man so möchte. Die erste kommt von Richard Rogers, das ist ein Techniksoziologe an der Universität Amsterdam, der also auch ein Buch unter dem Titel Digital Methods rausgebracht hat und das Beispiel, auf das ich mich hier beziehe, ist ein Vortrag von ihm oder ein Aufsatz von ihm namens The End of the Virtual. Und da geht er genau auf diese Idee ein, dass das Internet eben nicht mehr nur ein virtueller Raum ist, den wir sozusagen um seiner selbst willen untersuchen, sondern dass wir anhand des Internets etwas über soziale Prozesse und über kulturelle Vorgänge ganz allgemein erfahren können. Und er sagt also, das Internet durchdringt sozusagen die Realität. Er spricht dann unter anderem von Digitized Methods, also Surveys, Literaturrecherche, auch als wissenschaftliche Methode, die eigentlich nur übertragen worden sind ins Internet und die wir da vielleicht ein bisschen anders machen, aber die wir grundsätzlich so erhalten haben. Und Natively Digital Methods, das sind dann also Hyperlink-Analyse, das Analysieren von Tags, von Suchmaschinenergebnissen und allen möglichen anderen sozusagen nativ digitalen Gegenständen. Etwas anders, aber durchaus ähnlich dazu verhält sich der Cultural Analytics Ansatz von Lev Manovich, das ist ein amerikanischer Medienwissenschaftler, der also besonders im Bereich der visuellen Kultur arbeitet. Ich habe da gleich noch ein Beispiel. Und Manovich spricht also unter anderem in einem Aufsatz Trending the Promises and Challenges of Big Social Data darüber, now that we have massive data sets, what new methods might we apply? Also er benutzt einen Ansatz, der auch sehr sagt, okay, die Daten sind vorhanden, jetzt müssen wir irgendwie Methoden entwickeln, um mit denen zu arbeiten. Das ist natürlich eine Denkweise, die einem auch durchaus sehr widerstreben kann. Ich werde da am Ende auch nochmal darauf zurückkommen. Aber es ist so sehr, also eine von den Daten letztendlich getriebene Herangehensweise, zumindest zum Teil von den Daten getriebene Herangehensweise. Und
der dritte genannte Punkt hier, Computational Social Science, das ist also auch ein Paper von Laser et al., das sind amerikanische im Wesentlichen Naturwissenschaftler oder Leute mit zumindest auch naturwissenschaftlichem Hintergrund, die eben sehr quantitativ und sehr eben mit diesem Big-Data-Ansatz auch argumentieren in einem Manifest, könnte man sagen, im Journal Science. Um das kurz vorzustellen, was Rogers und Manovich machen, und das ist dann auch vielleicht für Sie insofern interessant, dass Sie diese Tools sich vielleicht ansehen wollen. Man kann es hier leider nicht so gut erkennen, weil die Kanten hier nicht sichtbar sind. Also das ist ein Netzwerk, die Kanten sind ziemlich hell, deshalb sehe ich die hier auf meinem Bildschirm, aber mit dem Beamer sehen wir sie jetzt gerade nicht. Das ist also eine Netzwerkanalyse von Diskursen rund um das Thema Nanotechnologie. Die Knoten sind Webseiten, das sind also alles Webseiten, die mit diesem Werkzeug Issue Crawler dargestellt werden können, und Issue Crawler analysiert Verlinkungen unter Webseiten. Und man kann dann Diskurse eben in diesem Beispiel zum Thema Nanotechnologie nachvollziehen, indem man also eine Reihe von Webseiten in Issue Crawler reingibt und dann sieht, wie verhalten die sich zueinander, wie verändert sich das über die Zeit. Die farbliche Einfärbung hier der Knoten ist so, dass die zum Beispiel gelbe Punkte hier unten, das sind also alles öffentliche .gov-Seiten, die also irgendetwas mit staatlichen Stellen oder der Regierung zu tun haben. Es gibt dann auch Edu-Seiten, da sind rechts unten ein paar hier, Universitäten, Purdue, das sind die Grünen, die da sind, und kommerzielle Seiten, blau. Also man kann dann eben auch solche Faktoren wie was sind das für Akteure oder was sind das für Quellen natürlich damit reinbringen und dann diese Art von Visualisierung machen. Und besonders ist eben die Übertragung der Idee des Webcrawlers, die ja mit dem Internet zu tun hat oder mit dem Web zu tun hat als Technik, auf wissenschaftliche Forschung. Also wir machen das Crawlen eines Issues. Wir crawlen ein Thema und stellen das dann so dar. Und das ist also ein Tool, das ist online, das kann man ausprobieren. Wenn Sie da Interesse dran haben, dann ermutige ich Sie dazu, das einfach mal zu machen. Das andere, da sehen wir hier ein Beispiel, eigentlich kann man mehr sagen von einem Ergebnis, aber auch da, wenn Sie den Namen Image Plot googeln, finden Sie das ganz schnell. Von Lev Manovich und der Software Studies Initiative produziert das Tool Image Plot, was dafür da ist, große Mengen von Bilddaten zu sortieren, zu verändern und vor allen Dingen nach bestimmten Kriterien neu zu plotten. Also er hat da er steht da vor einer großen Wand mit ganz vielen Bildschirmen, auf denen ganz viele einzelne kleine Bilder gerendert werden. Und eine große Studie, die Manovich et al. Gemacht haben, ist also die Analyse einer großen Anzahl von Manga-Bildern. Ich glaube, sowohl digitalisierte als auch aus Online-Plattformen. Es gibt eine große Plattform namens DeviantArt, wo sehr viel Artwork veröffentlicht wird von Hobby- und auch teilweise semi-professionellen Künstlern. Und Manovich analysiert eben diese großen Mengen digitaler Kunst anhand unterschiedlicher Kriterien, clustert Sachen, stellt also auch Netzwerke her, in denen zum Beispiel Einflussfaktoren dargestellt werden sollen, also welche Art von Motivik hat sich entwickelt und ist dann von anderen angenommen worden. Das kann man dann ja teilweise auch nachzeichnen. Das ist eben die Idee hinter dieser Image-Plot-Software, die es einem also erlaubt, nach verschiedenen Faktoren, nach Datum, nach Farben, nach Größe und verschiedenen anderen Dingen Sachen zu arrangieren. Und das also als Beispiele für Werkzeuge, also die Methoden und die Werkzeuge liegen natürlich nah beieinander. Ich habe das dann hier nochmal etwas runtergebrochen. Also wir haben ja eine Kombination aus Software, die meistens Open Source ist, benutzerfreundlich jedenfalls im Vergleich zu früheren, teilweise jedenfalls früherer Software zu diesen Zwecken. Denkt man dann an Netzwerkvisualisierung, da ist das definitiv so, dass heutige Software viel, viel leistungsstärker und auch benutzerfreundlicher ist als frühere. Und wir haben also das in Kombination mit einer großen Anzahl von Quellen, ganz unterschiedlicher Art, Daten, die im Netz generiert worden sind und digitalisierte Daten, und vieles davon ist öffentlich zugänglich. Und was man dazu noch sagen sollte, was natürlich ganz wichtig ist, ist, sehr oft sind die Konzepte, die mit der Software einhergehen, auch neu. Also an dem Issue Crawler sieht man das sehr gut. Wenn man noch nie in seinem Leben irgendwie mit Netzwerkanalyse gearbeitet hat, dann muss man sich da natürlich auch erstmal mit beschäftigen. Und es gibt also diese Kombination zwischen einem Darstellung- oder Konzeptualisierungsansatz sehr oft mit einer konkreten Software, die man dann lernen muss. Man muss dann beides im Grunde genommen lernen.
Und es gibt natürlich auch eine gewisse kulturelle Logik vor. Also was kann man auf diese Art und Weise darstellen? Was will man auf diese Art und Weise darstellen? Aber beide gezeichneten Sachen haben natürlich gemeint, dass sie in der Lage sind, Dinge zusammenzufassen. Und das ist bei digitalen Methoden vielleicht so ein ganz starker ganz starke Gemeinsamkeit, die Aggregation von größeren Mengen zu Dingen, die man irgendwie darstellen und sehen, besser darstellen, besser sehen kann. Ja, überträgt man das jetzt mal, oder die Beispiele, die ich gleich liefern werde, sind eben Beispiele aus dem Social Web, wobei man sich darauf nicht beschränken muss, wie dieses Google Books Beispiel, glaube ich, zeigt. Ich habe hier diese etwas sehr bunte Grafik nur deshalb genommen, um nochmal auf die Vielzahl dieser Dienste, die es da gibt, hinzuweisen und auch eben die Vielzahl der verschiedenen Prozesse und Abläufe, die man potenziell sich vielleicht ansehen möchte. Also sowas wie Last.fm, das ist eine Musiktausch und Social Network für Musik, kann man sagen. Da lassen sich dann natürlich auch ganz interessante Sachen über Verbindungen, Beziehungen, Ähnlichkeiten, Unterschiede, wie auch immer, in Bezug auf eben Musik feststellen. Es ist also nicht darauf beschränkt, sich zum Beispiel Facebook oder Twitter anzusehen. Diese Dienste werden natürlich unterschiedlich viel genutzt, aber was sie gemeinsam haben, was in diesem Zusammenhang wichtig ist, ist, sie haben fast alle Programmierschnittstellen, sogenannte Application Programming Interfaces oder APIs, die es einem erlauben, Daten aus diesen Plattformen zu extrahieren, mit denen man dann arbeiten kann. Und das ist eine Veränderung vom Web 1.0 zum Web 2.0. Und hier, also auf dieser Folie, geht es jetzt nicht um irgendwelche Veränderungen, die alle wissen und kennen und die schon 100-mal in Vorträgen erklärt worden sind, also über Interaktivität oder sowas, sondern worum es mir hier geht, ist lediglich, dass man beim Web 1.0 und bei frühen Webdiensten erstmal generell weniger Content produziert wurde, weil das schwieriger war. Und außerdem es schwieriger war, diesen Content dann in irgendeiner Form für eine Analyse zu sammeln und zu aggregieren. Da brauchte man dann einen Scraper, also etwas, was einem erlaubt hat, Daten rauszuziehen aus HTML-Seiten. Das braucht man jetzt nicht mehr bei diesen Web 2.0-Diensten, also eben Facebook oder Twitter. Da kann man Daten über diese Programmierschnittstellen direkt abfragen. Das heißt, an der Webseite vorbei, direkt sozusagen in den Dienst hinein. Das will ich jetzt nicht zu stark vertiefen, aber noch etwas sagen über die, nicht so sehr über die Technik eigentlich, sondern eher über die Fragen, die sich vielleicht schon an dieser Stelle ein bisschen ergeben. Daten aus sozialen Netzwerken, ganz generell, aber hier nehme ich das als Vorbild, also Daten aus sozialen Netzwerkdiensten, eben Facebook oder Twitter, unterliegen so ganz bestimmten Zugangsmöglichkeiten und auch Zugangsbeschränkungen, könnte man sagen. Und diese Zugangsbeschränkungen, ich habe hier also links und rechts zwei verschiedene Arten von Enablern oder Disablern sozusagen aufgelistet. Und wichtige Zugänge und Beschränkungen sind einerseits diese Programmierschnittstellen, die es einem ermöglichen, auf diese Daten zurückzugreifen. Und andererseits, dafür steht hier TOS, steht für Terms of Service, also die Richtlinien, die von Seiten des Service Providers regeln, was man mit den Daten eigentlich machen darf. Und bei Twitter habe ich mich da sehr ausgiebig mit beschäftigt. Wer da Fragen zu hat oder sich dafür interessiert, kann da gerne nochmal mit mir sprechen. Aber da ist es eben so, dass eine sehr besondere Interaktion zwischen dieser Schwierigkeit, diese API zu benutzen, um die Daten zu extrahieren, was technisch aus vielen Gründen nicht ganz unkompliziert ist, und den Terms of Service besteht, die zum Beispiel es verbieten, dass man die Daten weitergibt. Also, dass man Daten sammelt als Wissenschaftler und diese Daten dann an Dritte weitergibt. Das ist laut der Twitter Terms of Service verboten, weil Twitter sagt, dass das erlauben wir nicht. Jeder, der diesen Dienst nutzt, geht mit uns an vertragliche Beziehungen ein und diese vertragliche Beziehung verbietet das ausdrücklich, weil wir die Programmierschnittstelle gar nicht zu diesem Zweck anbieten, dass Leute da irgendwelche wissenschaftlichen Sachen mitbetreiben, sondern aus ganz anderen Gründen. Diese Punkte, die ich da drumherum aufgereiht habe, zielen eben darauf ab, das nochmal klarzustellen. Also die Kontrolle über die Daten ist nicht das gleiche wie der Besitz. Man hat natürlich bestimmte Rechte an Informationen, die man selber generiert hat, aber das ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit einer Kontrolle darüber. Die hat Twitter selber natürlich wesentlich mehr als jeder Endnutzer, da tatsächlich irgendwas mit zu machen mit diesen Informationen. Zugang ist ein weiterer Faktor, der eine Rolle spielt. Worauf hat man eigentlich Zugriff? Das ist eben zum Beispiel bei Twitter, aber auch bei Facebook auch sehr eingeschränkt. Und schließlich, wie interpretiert man das dann? Das ist also nur so ein, wenn man so möchte, ein kleiner Aside
Und eine kleine also nicht Nebenbemerkung, aber etwas, was etwas wegführt von der, reinen Frage der Methoden. Aber dazu in dem Zusammenhang ein Zitat, was ich immer ganz gut finde oder ganz treffend finde von zwei Wissenschaftlern, Dana Boyd und Kate Crawford, die sich in einem Journalartikel dieses Jahr noch mit dieser Frage genau beschäftigt haben, unter dem Stichwort also Big Data, Daten aus sozialen Plattformen. Und sie sagen, there are also significant questions of truth, control and power in big data studies. Researchers have the tools and the access, while social media users as a whole do not. Their data was created in highly context-sensitive spaces and it is entirely possible that some users would not give permission for their data to be used elsewhere. Also Boyd und Crawford bringen diese ethischen Fragen, die das Untersuchen von Daten, Kommunikationsdaten aus dem Internet mit sich bringt, an dieser Stelle an die Oberfläche oder zeigen auf, welche Probleme da entstehen. Und das ist sicherlich etwas, was man berücksichtigen und ernst nehmen sollte. Und was auch ausgesprochen, wo wir uns in einem im Moment noch ausgesprochen unregulierten Zustand befinden. Ich werde auf rechtliche und ethische Fragen auch gleich nochmal eingehen. Aber das ist im Moment noch alles sehr unübersichtlich. Gut, ich habe gesagt vorher schon, ich gehe auf konkrete Beispiele ein, das möchte ich jetzt also auch mal tun. Nämlich erst ein bisschen auf Twitter und dann gleich dann noch in etwas mehr Detail auf ein Beispiel von Blogdaten, die ich ausgewertet habe oder angefangen habe auszuwerten. Twitter ist sicher vielen ein Begriff, nur um das mal kurz nochmal zu aktualisieren. Gestartet ist Twitter 2006 und hat inzwischen so ungefähr 500 Millionen User, wird vor allen Dingen für die Verbreitung von Nachrichten und für die öffentliche Kommunikation genutzt. Auch durchaus, das waren so diese Bilder am Anfang, diese kleinen Profilbilder, die ich auf der ersten Folie drauf hatte. Das waren User, die, glaube ich, Twitter sehr stark auch für die interpersonelle Kommunikation einsetzen, gar nicht so sehr mit dem Ziel, jetzt irgendwie sehr, sehr weithin sichtbar zu sein oder mit der Vorstellung, dass sie das sind. Aber es ist natürlich erstmal größtenteils öffentliche Kommunikation. Und über diese Programmierschnittstelle, diese API, ist ganz viel von den Daten aus Twitter tatsächlich abrufbar. Und als Beispiel hier, also Barack Obama ist auch bei Twitter, genauso wie zahlreiche andere amerikanische Politiker. In Deutschland wird es ja von Politikern inzwischen auch schon sehr viel benutzt. Und hier sehen wir also einen Tweet mit, das ist das, was man oben sieht, und unten sieht man dann also Reaktionen zu diesem Tweet von verschiedenen Usern. Und die Einbindung des Bildes, das ist eben auch ziemlich charakteristisch, auch etwas, was zunehmend möglich ist oder zunehmend erleichtert wird und gerade auch über die mobile Nutzung von Twitter sehr einfach geworden ist, das Einbinden von also Handy-Fotos, die man macht. Weil in diesem Fall, glaube ich, das Bild zu dem Zeitpunkt, wo es gepostet wurde, schon etwas älter war. Die Entwicklung von Twitter, rein quantitativ, wenn es um die Nutzung geht, ist hier nochmal kurz dargestellt. Also man hat nochmal hier zwischen Januar 2007, also der Frühphase, bis im Prinzip in diesem Jahr einen massiven Anstieg, wenn es um die rein quantitative Verbreitung geht. Und ich habe mal einige Dinge, die da so dran gelegt sind, diese einzelnen kleinen Beiträge zu Fukushima, zu Osama Bin Laden und so weiter, sind also nur Beispiele darüber, wie die Presse sich mit Twitter auseinandersetzt. Gerade im Medienbereich und eben auch in der politischen Kommunikation erfreut sich Twitter eben schon einer sehr großen Beliebtheit. Ganz jenseits davon, wie das so in Anführungsstrichen durchschnittliche End-User nutzen, also unter Jugendlichen ist Twitter im Vergleich zu Facebook sicherlich wesentlich weniger wichtig. Und Twitter erlaubt eben über diese Programmierschnittstelle, das habe ich hier kurz schematisch dargestellt, Informationen zu extrahieren. Das ist eine nicht sehr detaillierte Darstellung, aber man kann sich das schon so vorstellen, dass man also einen Request schickt an Twitter, bestimmte Daten wiederzugeben und dann bekommt man die mit verschiedenen Einschränkungen, Daten von Usern, die ihre Timeline, also ihre Postings geschützt haben, kann man natürlich nicht abrufen und man kann auch sonst nur eine beschränkte Anzahl von Tweets abrufen. Das wird also durch ganz bestimmte Mechanismen reguliert, wie viel man da abrufen kann, auf einmal, weil Twitter verhindern will, dass man also gleich sozusagen da alles
an Content mitnehmen, was produziert wird. Das ist allerdings auch technisch sehr schwer. Man braucht eine sehr leistungsfähige Infrastruktur, um große Mengen von Daten aus Twitter tatsächlich abzufragen. Und es ist auch so, dass Twitter diese Daten weitergibt an sogenannte Reseller, die dauerhaft speichern und bei denen man die dann einkaufen kann. Das machen eben auch große Unternehmen, die etwas wissen wollen über lange historische, also für das Social Web längere historische Verläufe, also wie beliebt war unser Produkt vor 2 oder 3 Jahren und wie beliebt ist es jetzt, in Verbindung eben mit solchen Ansätzen wie Sentiment-Analyse. Dann gibt es Firmen, eine Firma ist Gnip, eine andere ist DataSift, die diese Daten bekommen von Twitter und die also nachhalten und dann Analyse dieser Daten ermöglichen, die das natürlich gegen Geld tun und sich das auch sehr gut bezahlen lassen. Zusätzlich zu der Möglichkeit, selber Informationen zu extrahieren. Und ich habe hier nochmal ein Beispiel, damit man das etwas konkreter sieht. Das sind Daten, die ich gesammelt habe unter dem Hashtag, man sieht es da oben, unter diesem Heading Your Twopper Keeper, also Hashtag Piraten. Da habe ich seit April diesen Jahres Tweets gesammelt. Das sind jetzt so etwas über 400.000, die also das Hashtag Piraten enthalten. Das ist wahrscheinlich nicht vollständig oder insofern nicht vollständig, als dass man vielleicht, wenn man das untersuchen, sich Diskurse, die irgendwie mit der Piratenpartei zu tun haben, untersuchen wollte, dann würde man wahrscheinlich auch noch andere Hashtags oder Begriffe, Keywords sammeln. Man bekommt wahrscheinlich unter dem Hashtag Piraten hier nicht alles, was tatsächlich in irgendwie im Zusammenhang mit den Piraten diskutiert wird. Aber man sieht hier schon, wenn man unten guckt, worum es da so geht. Da wird also auf Sachen im Internet, also auf Postings im Internet verwiesen. Diese Postings werden also diskutiert und teilweise kritisiert. Man kann sehen, welche User sich daran beteiligen und so weiter. Und Werkzeuge, die man benutzen kann, um diese Daten aus Twitter zu extrahieren, habe ich mir einige aufgeführt, auch mehr so for your information, für die von Ihnen, die das vielleicht interessiert, um auch ein bisschen aufzuzeigen, wie unterschiedlich leistungsstark die sind. Diese erste hier aufgeführte Software, The Archivist, ist also ein Windows-Desktop-Programm, was man einfach installiert, laufen lässt und dann extrahiert man Daten aus Twitter. Das geht aber nur mit sehr wenig Informationen, wenn man das im größeren Umfang machen will, also sowas wie gerade eben das hier, das ist installiert auf einem Webserver und läuft da drauf, diese Software, Your Twopper Keeper, kann man sich also runterladen und dann installieren, so wie andere Sachen wie WordPress oder solche Sachen eben auch, aber dazu muss man einen eigenen Webserver, muss man schon mitbringen, das muss man also bei The Archivist nicht. Und dann gibt es schließlich noch Plattformen, zum Beispiel 140kit.com, das wird von einem Alumni des Oxford Internet Institutes, Devin Gaffney, mitbetrieben. Das ist also eine Plattform speziell für wissenschaftliche Untersuchungen von Twitter-Diskursen, so ein bisschen so ähnlich wie Issue Crawler, nur für Twitter. Und auch nicht ganz mit der gleichen Funktionalität. Aber der traditionellere, in Anführungsstrichen, Weg, den auch die meisten Kollegen, die in die Richtung was machen, einsetzen, ist dann zur Analyse Tools wie, man kann teilweise Excel oder OpenOffice benutzen oder SPSS. Sehr viele benutzen R. Das ist auch eine Statistik-Software, die man in anderen Bereichen einsetzen kann. Die kann man eben auch sehr schön für das Untersuchen von Twitter-Daten verwenden. Und dann schließlich visualisieren kann man dann diese Informationen mit Paketen wie eben auch wieder OpenOffice oder Excel, aber eben auch mit Programmen wie PyEC, NodeXL oder GePhi zum Beispiel. Das nur, um einen kurzen Runterbruch zu liefern verschiedener Produkte, die es da gibt. Ich gehe dann jetzt wieder eher zu den sozusagen höherstufigeren Fragen von diesen Details. Rechtliche und ethische Hürden, ich habe es schon angesprochen, sind, dass man unter anderem Twitter-Daten nicht weitergeben darf, wegen dieser Terms of Service, die verbieten das. Man kann das natürlich trotzdem tun, aber dann kann man durchaus auch abgemahnt werden von Twitter. Daten unter Wissenschaftlern so informell weiterzugeben, dürfte kein Problem sein, aber die tatsächlich im Internet öffentlich zugänglich zu machen, schon. Dazu muss man bedenken, dass natürlich die Datenschutzrichtlinien zum Beispiel der Europäischen Union eingehalten werden müssen und Daten dementsprechend anonymisiert sein müssen, in ganz vielen Kontexten, in denen man sie vielleicht einsetzen möchte. Und die ethischen Fragen, will man mit diesen Informationen arbeiten, stellen sich natürlich auch, wenn die Daten öffentlich sind. Also angenommen, ich extrahiere jetzt Daten aus Twitter, die zwar öffentlich sind, aber die religiöse Minderheiten oder Interessensgruppen oder Jugendliche oder was,
wen auch immer, Sie wissen das besser als ich, was man da berücksichtigen muss. Wenn man damit arbeitet, dann muss man sich natürlich ganz schnell die Frage stellen, ist alles, was ich öffentlich irgendwie abfragen kann, auch tatsächlich, sind das alles Informationen, die ich auch verwenden sollte. Gut, so viel zum Beispiel Twitter, was hier stehen soll. Das ist mir wichtig, nicht nur um seiner selbst willen, sondern weil es ganz viele Social-Media-Dienste gibt. Wenn Sie mit anderen Diensten arbeiten würden, wäre das ganz ähnlich, wo Sie solche und ähnliche Fragen beantworten müssen. Also wie bekommt man die Daten denn eigentlich? Kann man das selber als Einzelwissenschaftler mit einem Desktop-Tool überhaupt machen? Braucht man da mehr? Braucht man da Unterstützung vielleicht von Kollegen aus der Informatik? Oder kauft man sich das ein? Oder wie geht man damit genau um? Welche Darstellungsmöglichkeiten gibt es, welche Fragen stellen sich im Hinblick auf die Verwendung, was man darf und was man kann. Ich gehe jetzt über zu dem zweiten Beispiel und da liefere ich dann auch etwas konkretere sozusagen Ergebnisse. Und zwar ist das die Untersuchung einer Plattform namens Hypothèse.org. Das ist eine Blog-Plattform für Wissenschaftler aus Frankreich, die von staatlicher Seite betrieben wird und die die Zielsetzung hat, Bloggen zu etablieren als eine Form der wissenschaftlichen Kommunikation. Also irgendwo zwischen dem wissenschaftlichen Journalartikel und der wissenschaftlichen Monographie und so etwas ganz Informellem gibt es eben diese Idee, Wissenschaftsblogs als eine sozusagen schnellere und etwas weniger formelle, aber gleichzeitig doch wissenschaftliche Kommunikationsform zu etablieren. Und dieses Portal Hypothèse soll das also befördern. Es gibt dort inzwischen, hier ist ein kleiner Screenshot, kann man auch selber nachgucken, ungefähr 300 Blogs unter diesem Portal. Und man muss also, um bei Hypothèse bloggen zu können, quasi zugelassen werden, einen Peer-Review durchlaufen und sozusagen minimale wissenschaftliche Kriterien erfüllen. Also man muss Wissenschaftler sein, im Sinne von an einer wissenschaftlichen Einrichtung irgendwie beschäftigt und dann zu einem wissenschaftlichen Thema bloggen. Aber wie man das dann genau tut, ist einem schon selbst überlassen. Und wie gesagt, etwas über 300 Blogs sind meines Wissens inzwischen in der Plattform drin. Die ist jetzt auch seit Anfang diesen Jahres, hat die einen deutschen Ableger sozusagen, will also auch gesamteuropäisch genutzt werden und hat ihr seine Wurzeln aber in Frankreich. Und hier sieht man unten so einige Beispiele von Beiträgen in dieser Blog-Plattform, die auf der Hauptseite zu sehen sind. Und durch eine Zusammenarbeit mit den Machern von Hypothèse und Marin Dacos ist da mein Hauptansprechpartner gewesen, der hat also auch die Leitung dieses Projektes, habe ich also Daten bekommen, die seit 2004 in dieser Plattform entstanden sind. Also Blogbeiträge aller Blogger in Hypothèse seit 2004. Das sind so ungefähr 45.000 Beiträge und hier habe ich mal leider sehr klein, ich zeige jetzt einige wirklich explorative Sachen, nicht irgendwie sehr Dinge, die sehr in die Tiefe gehen, aber hier habe ich mal geplottet, wie viel eigentlich gebloggt wird und hier ganz links unten, das können Sie vielleicht schlecht sehen, weil es ziemlich klein ist, aber es fängt also an Januar 2004 und geht bis Juli 2012, also schon ein ziemlich langer Zeitraum für das Internet. Und man sieht die Aktivität im Monat, also das sind immer die Blog-Beiträge, die jeden Monat gepostet wurden. Und wir sehen, das geht also hoch bis zu 1500 Beiträgen im Monat, dann irgendwann 2012, also schon eine wirklich erkleckliche Zahl. Und wir sehen so interessante Kleinigkeiten, auch wenn das eher keine jetzt weltbewegenden Erkenntnisse sind, zum Beispiel, dass im August in Frankreich immer sehr wenig gebloggt wird. Ist wahrscheinlich nicht das Einzige, was dann eher weniger stattfindet, aber man kann also zum Beispiel das akademische Workcycle sozusagen ganz gut ablesen übers Jahr an dieser Aktivität. Und man kann einfach sehen, dass es in den letzten paar Jahren dann wirklich ganz massiv angewachsen ist. Also die Plattform wirklich lange am Anfang nur eine relativ randständige oder noch eine relativ kleine Präsenz hatte, dann ist es deutlich mehr geworden. Dann kann man natürlich fragen, woran liegt das? Was kann man daraus vielleicht ableiten für die Entwicklung digitaler Infrastrukturen, darüber, wie man das gut machen kann oder so. Das sind natürlich Informationen, die man auch mit Logdaten und so, wie viele Hits hat man auf der Webseite vielleicht rausbekommt, aber die Anzahl der Blogbeiträge, finde ich, sind da auch ganz interessant, ist da auch ganz interessant. Und auch hier sieht man leider nicht, die Beschriftung ist nicht so optimal gut, aber das sind unten einzelne Blogs und da habe ich mal aufgelistet, wie aktiv sind die eigentlich und wie viel Content kommt von relativ wenigen verschiedenen Akteuren. Und da sieht man also dieses Blog, was links
unten aufgelistet ist als erstes zur Kulturindustrie. Das ist also ein Mehr-Autoren-Blog in dieser Plattform. Das ist ganz wahnsinnig aktiv und hat also seit seinem Start, glaube ich, ungefähr 8.000 oder 7.500 von den insgesamt 45.000 in der Plattform veröffentlichten Beiträge generiert. Also wir sehen so eine extreme Longtail-Verteilung, bei der ganz wenige Akteure ganz, ganz furchtbar viel Content liefern. Das also tun, indem sie ganz viele, vielleicht eher kurze Beiträge veröffentlichen. Die Länge der Beiträge habe ich hier jetzt noch in keiner Weise irgendwie mal reingebracht, aber das wäre natürlich eine weitere interessante Frage, wenn man sich dafür interessiert. Und dann habe ich das hier auch nochmal nach Sprachen auseinandergenommen und das fand ich dann sehr spannend, denn wie gesagt, die Plattform hat ihren Ursprung in Frankreich, ist nicht national irgendwie beschränkt natürlich, aber hat wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt noch vorwiegend französische Autoren. Und ich kam aber bei also einer Untersuchung, das habe ich mit einem Programm gemacht, was die Sprache automatisch bestimmt innerhalb der Beiträge, wo auch eine gewisse Fehlerquote ist, sie sollte eigentlich nicht sehr hoch sein, weil die Texte ziemlich lang sind, kamen, glaube ich, annähernd 30 verschiedene Sprachen raus. Also da waren Sachen dabei mit jeweils 2, 3 Beiträgen, mit denen ich nicht gerechnet hätte, also Baskisch oder Walisisch oder so. Man sieht ja auch irgendwo ist Nepalesisch mit dabei, mit ich weiß nicht wie vielen Beiträgen. Wie das dann zustande kommt, das muss man im Einzelfall auch noch nachhalten. Das kann natürlich gut sein, dass da Zitationen zum Beispiel vorkommen oder andere copy-pasted Elemente in Beiträgen. Aber dass die Sprachvielfalt wirklich so groß ist, das ist definitiv so. Und das fand ich war also schon eine interessante Erkenntnis. Französisch führt natürlich, das überrascht nicht so sehr, aber Portugiesisch und Englisch sind eigentlich auch ganz gut vertreten. Ja, und die interessanteste Stück Information, habe ich mir dann jetzt für den nächsten Slide aufgespart. Man sieht es zum Glück halbwegs gut, weil es dunkel ist, auch wenn man Kanten nicht alle so gut sehen kann. Also das ist eine Netzwerkvisualisierung, die ich gemacht habe mit Gephi, das ist also ein Netzwerkanalyse-Tool und ansonsten eine Auswertung der Informationen, die man mir geliefert hat, was also im Prinzip eine große, lange Tabelle mit ganz vielen Blog-Einträgen war. Und was ich dann gemacht habe, ist aus diesen Blog-Einträgen Seiten zu extrahieren. Also wohin linken diese 45.000 Blog-Einträge alle? Und da kann man dann eben also eine einzelne URL rausziehen, also sowas wie youtube.com/ und dann zu irgendeinem Video. Das kann man dann reduzieren auf YouTube. Und dann bekommt man das hier und das, also die Knoten, die Punkte, die man hier sieht, sind alles Webseiten wie eben Facebook oder YouTube oder dieses Kalendar dort im Zentrum. Und man könnte, wenn die Darstellung etwas heller und etwas anders wäre, dann auch noch sehen, woher die kommen, also dass von bestimmten Blogs aus zu diesen Webseiten gelinkt wird. Das war hier allerdings nicht mein Hauptinteresse, sondern was ich sehen wollte war, wo entstehen Cluster von Seiten, die zusammen an ähnlicher Stelle dargestellt werden, weil von ähnlicher Stelle zu ihnen gelinkt wird. Also wo gibt es strukturelle Gemeinsamkeiten dabei, wie verlinkt wird. Und ich fange mal im Zentrum an. Im Zentrum haben wir diese Seite Kalendar-Revue.org. Das ist also so ähnlich wie Google Calendar für wissenschaftliche Events und Konferenzen. Das ist also ein Calendaring-Tool, was auch von der CNRS angeboten wird, was also sozusagen komplementär sich zu Hypothese verhält. Und das wird also auch ganz stark genutzt und wird auch ganz stark über Links eingebunden. Und darum herum sind andere Sachen, die mit Wissenschaft so zu tun haben, also Archive.org, kennen bestimmt viele, ist ein Preprint-Archiv, wo man Artikel ablegen kann. Die englische Wikipedia, interessanterweise, die englische und die französische und noch verschiedene andere Seiten, von denen zumindest eine Reihe mit Wissenschaft zu tun haben. Da sieht man zum Beispiel DHI Paris, das ist das Deutsche Historische Institut in Paris. Und das ist im Zentrum, also stark quer verbunden. Und dann haben wir zum Beispiel links Seiten, relativ viele Seiten, die mit Nachrichten und Informationen, aber nicht wissenschaftlich zu tun haben. Also da ist Le Monde, da ist, glaube ich, noch irgendeine andere Zeitung, Libération und dann noch verschiedene Sachen, die so zumindest aus dem Informationsbereich kommen. Per se ist auch eine Publikationsplattform oder ein Dienst, der mit wissenschaftlichem Publizieren zu tun hat, der da etwas links unten ist. Und dann irgendwie davon getrennt und entfernt haben wir Dinge wie Facebook, was ein bisschen allein ist, zwar prominent verlinkt, aber irgendwie an anderer Stelle als andere Dienste. Und zum Beispiel rechts unten, wo wir YouTube sehen, sind unter anderem auch Dailymotion und Vimeo direkt daneben.
Und das ist interessant, weil nur aufgrund der strukturellen Ähnlichkeit, also das Netzwerk so geplottet wird, dass diese Ähnlichkeit oder diese Nähe zustande kommt. Also der Graph weiß natürlich nicht, was haben YouTube und Dailymotion gemeinsam, aber die werden ähnlich verlinkt. Naja, und andere Sachen wie also zum Beispiel Flickr und Twitter sind da eher rechts oben dargestellt. Was Sie da vielleicht noch rechts klein sehen können mit diesem grünen Strich dabei, das ist Hazots Kult, das ist eine Mailingliste im geschichtswissenschaftlichen Bereich und die ist hier deshalb separat, ich glaube im Wesentlichen wegen den sprachlichen Unterschieden oder Aspekten. Also wir sehen das hier separat, weil die anderen Sachen, das andere ist natürlich alles französischer Content. Das heißt, die Leute, die viel Hazots Kult verlinken, verlinken diese anderen Dinge weniger und umgekehrt. Gut, ich schließe ab, etwas abrupt sozusagen, aber um auf die Ursprungsfragen zurückzukommen, die sich auch im Zusammenhang mit diesem Beispiel meiner Meinung nach ergeben. Und hier beim Beispiel Hypothese ist es etwas einfacher vielleicht, weil man sagen kann, es ist wissenschaftliche Kommunikation, die ist ohnehin öffentlich oder in vielerlei Hinsicht unproblematisch. Aber stellen wir uns vor, wir hätten jetzt hier ein Netzwerk von Blog-Einträgen chinesischer Aktivisten visualisiert, dann würden diese Fragen natürlich ganz, ganz zentral sein. Wem gehören die Informationen? Wie wird die Privatsphäre der Nutzer gewahrt? Wer sichert die Qualität der Daten? Wie sicher können wir sein bei Daten zum Beispiel aus Twitter, dass die zum Beispiel vollständig sind? Das ist ganz schwierig, weil Twitter selber manchmal einem nur also sozusagen ein Sample gibt oder jedenfalls nicht alles gibt von dem, was es so hat. Wie reproduzierbar sind die Ergebnisse? Man kann unheimlich viele Einzelstudien generieren, die aber immer wieder andere und irgendwo einmalige Ergebnisse darstellen. Über welche Art von Prozessen lassen sich überhaupt Aussagen treffen und wie generalisierbar sind dann die Dinge, die man gewinnt, wenn ich so eine Plattform wie eben Hypothese untersuche, bringt mir das dann wirklich was für die Erkundung wissenschaftlicher Kommunikation im Internet oder ist das zu sehr ein Einzelfall? Und ebenso Probleme will ich das gar nicht notwendigerweise nennen, aber Aspekte, über die man nachdenken muss. Es gibt, wenn man solche Ansätze wählt, einen gewissen Wettlauf um Kompetenzen und Ressourcen zwischen also wissenschaftlichen Fachbereichen, die vielleicht die Fähigkeiten und das Interesse mitbringen, an solchen Fragen und mit solchen Daten zu arbeiten. Aber da braucht man dann Teams, da braucht man dann Verbundforschung und man braucht also bestimmte Ressourcen, finanzieller Art, Kompetenz, wenn es um Kompetenzen geht. Und das könnte sich auch auswirken darauf, wie man wissenschaftliche Forschungsfragen formuliert. Sehr viel von dieser Forschung, die in diese Richtung geht, wie ich sie gerade vorgestellt habe, ist eben sehr datengetrieben. So wie Lefmanovic sagt, wir haben jetzt diese Daten, was machen wir denn jetzt mal damit? Das kann einem unter Umständen auch etwas sein, was man kritisch beurteilt. Ja, und damit komme ich zum Ende und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen.